Willkommen zum Pressetalk in der Adjeko Pressebox zum heutigen Hessen-Derby. Der Löwen Frankfurt gegen die Kassel Huskies. Endstand 2:1 für die Löwen Frankfurt vor 7000 Zuschauern bei ca. 2200 Buchungen auf Spray TV. Spieler des Spiels wird präsentiert von Weingut meiner Freiheit und es sind bei beiden Teams die jeweiligen Goalies. Die Nummer 31 bei Kassel Leon Hungerecker und die 53 Bastian Kuzis. Ich begrüße recht herzlich den Head Coach der Kassel Huskies, Tim Kehler. Hallo Tim. Und dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, danke schön. Guten Abend. And congratulations to France and the Leuven tonight. They were they played a terrific game. I think after the last game in Kassel, it was certainly to be expected that they were going to come and compete and push the way they did tonight. As recognized in the rink, I thought the both goaltenders were the two best players on the ice. You know, this was game 25 for us, and I think it's probably the first time where I felt like the opposition competed harder and worked harder than our group did over the course of the game. And so full credit to Franz and his team. It was a well-earned game. It was a good derby game, but tonight I felt like Frankfurt was a little hungrier. Danke, Tim. Ich übersetze kurz, er hat gemeint, es war heute ein sehr, sehr gutes Spiel und es war auch zu erwarten, dass die Löwen natürlich anders auftreten werden als bei dem letzten Derby in Kassel, als sie mit 7:0 verloren. Und er hat gemeint, dass eben beide Goalies heute hervorragend waren, sehr, sehr gut. Und das natürlich das erste Spiel jetzt war von seiner Mannschaft in dieser Saison, wo er so das Gefühl hatte, dass eben der Gegner besser und härter gearbeitet hat. There's a question from Hockey Web. Do you think these two teams will meet each other after the regular season? Well, I certainly think that Frankfurt is a playoff team. They've got a lot of games to make up, and it's going to be a difficult stretch, but it's clear to me that they are among the favorites, as everybody expected when the season started. Thank you. Die Frage war von Hockey Web, ob denn Tim glaubt, dass sie sich nach der regulären Saison nochmal, also in den Playoffs, nochmal wiedersehen werden. Und er hat gemeint, ja, für ihn ist ganz klar, Frankfurt ist ein ganz klarer Playoff-Favorit und je nachdem, wie der Spielplan es zulässt, trifft man sich dort wieder. Aber für ihn ist es ein ganz klarer Favorit eben auf die Playoffs. Tim, thank you very much. Stay safe. See you. Bye. Geht's? Da sind wir zurück mit Head Coach und Sportdirektor Franz David Fritzmeier. Ja, das können wir noch tauschen. Hast recht. Du heißt Franz, nicht Tim. Da hat hier der gute Kollege geschlafen. Jetzt passt's. Alles gut. Obwohl du es nicht siehst. Wahnsinn. Ja, stimmt, aber ich habe schon aus dem Augenwinkel meinen Namen da gesehen. Okay, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, erstmal guten Abend. Und ich denke, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Eishockeyspiel gesehen. Ja, zwei sehr strukturierte Mannschaften mit hohem Tempo, die alles gegeben haben. Zwei gute Torhüter. Ja, also es war wirklich, also was sehr, sehr schade ist, dass wir heute keine Fans im Stadion hatten, ja, was ja sowieso schade ist, aber ich denke, heute hätte Stadion hier gebebt. Liebe Fans zu Hause, wir vermissen euch, weil wir hätten heute sehr gerne mit euch den Derby-Sieg gefeiert und der Derby-Sieg ist auch für euch mit am Fernseher, ja, weil und ich denke, also ich kenne es ja, wenn's hier Stadion fast explodiert und ich denke, heute hätten wir eine riesen Stimmung hier gehabt. Das ist das einzige Schade. Ansonsten, wie gesagt, war es ein sehr, sehr gutes Spiel. Meine Mannschaft hat, denke ich, heute das Gesicht gezeigt, was wir zeigen wollen. Wir haben sehr, sehr gut verteidigt, was auch in der offensiven Zone losgeht. Wir haben gut die Scheibe behauptet. Wir haben Kassel alles abverlangt. Ja, wir haben sie gechallenged, waren sehr stabil und haben dann auch sehr, sehr gut verteidigt vorm Basti. Und ja, und die ganze Mannschaft jeder hat seinen Job gemacht, jeder hat seine Leistung gebracht. Es gibt zwei Fragen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die erste Frage, nach dem Trainerwechsel hat man sofort gesehen, dass ein anderes Gesicht die Mannschaft gezeigt hat. So in den letzten beiden Spielen ist man in alte Muster verfallen, mit wenig geradlinig, wenig Zug zum Tor. Wie erklärst du dir das? Naja gut, was absolut stimmt, also in Landshut haben wir ab dem zweiten Drittel nicht gut gespielt, das war gar nichts, das haben wir auch klar angesprochen, das war schwache Leistung unserer Mannschaft. Gegen Bad Tölz muss ich sagen, meine Mannschaft nach der langen Pause, ja, hat in Kaufbeuern, wir haben ja gesehen, eine andere Mannschaft, die aus der Pause kommen, haben sehr, sehr große Schwierigkeiten gehabt. Nach 3 Wochen Pause haben wir in Kaufbeuern alles gegeben, haben einen Punkt erkämpft, haben dann in Freiburg gewonnen, haben hier zu Hause gegen Weißwasser sehr souverän und sehr stabil gewonnen. Und gegen Bad Tölz war es einfach ein Spiel, wo wir wenig Energie hatten. Ja,
auch das Spiel hätten wir sogar gewinnen können, wenn wir unsere Special Teams, wie gesagt, genutzt hätten, die dann ein paar Turns nutzt, weil 5 gegen 5 war es ein 1-1-Spiel. Und ja, aber da hat man einfach nicht die Energie. Aber das kann ich auch verstehen, ne, bei der Anzahl der Spieler und bei der langen Pause, dass man irgendwann mal ein bisschen gegen die Wand läuft. Da ging einfach nichts. Wie gesagt, deswegen war es eigentlich nur zwei Drittel in Landshut, weil im ersten Drittel in Landshut hätte man meiner Meinung nach klar 3-0 führen müssen. Und dann geht das Spiel auch ganz anders aus. Da haben wir einfach zwei Drittel schwach gespielt, das muss man ehrlich sagen. Das war nicht unsere Identität. Aber wir haben uns sehr schnell davon erholt und haben, denke ich, heute gegen eine Mannschaft wie Kassel, die einen riesen Lauf hat, die eine Top-Leistung besetzt die Saison, sehr souverän, ohne auch große Pausen dazwischen, die sehr souverän durchmarschiert ist, denke ich, haben wir hier eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Und die zweite Frage noch, gibt es ein Update zu den verletzten Spielern aktuell? Noch nicht ganz, also wir waren morgen beim Kyle Wood, wird morgen das MRT stattfinden. Der David Zuvanto ist angeschlagen, werden wir jetzt die Tage sehen, wann er wieder bereit ist zu spielen, aber wie gesagt, wichtig ist morgen, dass wir sehen, was mit Kyle Wood ist. Super, danke Franz. Danke. Die anderen Endergebnisse noch, Freiburg unterliegt daheim gegen Heilbronn mit 3-4 nach Verlängerung, Tölz ebenso gegen Ravensburg mit 1-4, Bad Nauheim-Bietigheim 2-6, Lausitz bei Reut 1-3, Grimmitschau, Landshut 4-2 und Kaufbeuren gegen Dresden 1-4. Das nächste Spiel ist dann schon übermorgen, den 2.2. um 19.30 Uhr in Ravensburg. Und das nächste Heimspiel ist dann heute in einer Woche, 7.2. um 16 Uhr bereits gegen die Heilbronner Falken. Ihnen allen noch einen schönen Restabend.